jetzt die Tagesordnungspunkte 2, 10 und 8 gemeinsam zu behandeln. Wir können, oder die beiden Einreicher der Vorlagen können zunächst die Vorlage einbringen. Das wäre unter 2.10 Fraktion Die Linke, unter 8. Bündnis 90 Die Grünen. Danach haben wir Rederecht genehmigt für Herrn Steffen Krones. Und wir beginnen danach in der Fraktionsrunde mit der FDP-Fraktion. Zur Einbringung für Fraktion Die Linke. Wer möchte es? Frau Dr. Geitsch, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Ich bin sehr froh, dass wir heute diese Anträge zum Skeden in Dresden gemeinsam behandeln. Wir haben dazu in den Ausschüssen sehr ausführlich diskutiert und ich möchte deshalb jetzt einen gemeinsam erarbeiteten Ersetzungsantrag einbringen, der beide Anträge, nämlich den Antrag, den Antrag der Grünen und den Antrag der Linken zusammenführt. Wir haben das Papiersparen gemacht, weil die Anträge jeder vorliegen hat und es recht einfach nachzuvollziehen ist. Es handelt sich um den Antrag A056219 der Grünen-Fraktion und den Antrag A052318 der Linken. Wir wollen den Antrag der Grünen ersetzen wie folgt. Der erste Punkt bleibt erhalten, nämlich der Oberbürgermeister wird beauftragt darzustellen, wie der vorhandene Bebauungsplan Nummer 295 Dresden Altstadt 2 Nummer 11 Gerhochstraße so fortgeschrieben werden kann, dass dauerhaft eine Skateanlage auf dem Gelände des ehemaligen Plattenwerks in Dresden-Johannstadt eingeordnet werden könnte. Der Punkt 2 aus dem grünen Antrag wird wie folgt ersetzt. Und zwar wird ersetzt durch die Punkte 1 und dann folgen 2 aus dem linken Antrag. Punkt 2 heißt dann folgendermaßen, die Anträge liegen vor, das sind die Anträge den führe ich ja gerade zusammen, da braucht man ja nochmal ein Papier, ich denke, das können Sie alle gut folgen. Dann machen wir es ganz einfach, wie in der Schule. So, jetzt nehmen Sie mal bitte alle den Antrag der Grünen, A0562-19. Haben Sie den alle? Ich denke, wir schaffen das. Nee, wir können tatsächlich auf die Zettel mal verzichten. Ich habe ihn ja vorliegen. Wir hätten ja können ausdrucken, aber wir brauchen es einfach mal nicht. Wir haben so uns geeinigt auf papiersparende Stadtratsarbeit und das ist gut so und das können wir auch so genauso machen. So. Nummer 1. Darzustellen, wie der vorhandene Bebauungsplan Nummer 295 Dresden Altstadt 2 Nummer 11 Gerhochstraße so fortgeschrieben werden kann, dass dauerhaft eine Skateanlage auf dem Gelände des ehemaligen Plattenwerks in Dresden-Johannstadt eingeordnet werden kann. Punkt 2 wird ersetzt. Jetzt brauchen wir den Antrag der Linken A0523-18. Das ist unser heutiger Tagesordnungspunkt 2.10. Zweitens zu prüfen, wo im Gebiet des Stadtteils Dresden-Johannstadt möglichst dauerhaft eine neue Skateanlage eingerichtet und wie eine solche Skateanlage kurzfristig realisiert werden kann. Dann bleiben wir bitte im Antrag der Linken. Jetzt Punkt 3. In die Planungen einer neuen Skateanlage für den Stadtteil Dresden-Johannstadt vor allem jugendliche Nutzerinnen und Nutzer sowie dort tätige Vereine und Institutionen einzubeziehen. Eine solche Einbeziehung kann zum Beispiel mittels einer Zukunftswerkstatt
einer Mitarbeit von Architektinnen und Architekten sowie Landschaftsarchitektinnen und Architekten realisiert werden. Nummer vier, darzulegen, unter welchen Bedingungen, jetzt sind wir wieder im Antrag der Grünen, fürs Protokoll habe ich ihn dann natürlich nochmal vorliegen. Darzulegen, unter welchen Bedingungen, insbesondere unter Prüfung des Hochwasserschutzes, es möglich ist, unterhalb der Waldschlösschenbrücke Skateanlagen und einen Streetballfeld zu errichten. So, jetzt Sportausschuss, Ergänzung Nummer 5, darzulegen, wie und wann der Skateplatz in Klotzsche auf der Alexander-Herzen-Straße auf der Freifläche der ehemaligen Schule eingerichtet werden kann. Und schließlich jetzt Punkt 6 aus dem Antrag der Grünen, eine dauerhaft nutzbare In- und Outdoor-Skateanlage, Skatehalle, Einfügung möglichst im Stadtbezirk Prohlis als Ersatz für die private Skatehalle in Dresden-Raik zu ermitteln und für den Skatesport in Dresden zusammen mit dem Skatesportverein zu entwickeln. Und abschließend den Punkt Nummer 7, dem Stadtrat bis zum 30. Oktober 2019 die Ergebnisse der Prüfung vorzulegen. Ich denke, das war logisch nachvollziehbar und ich bitte Sie deshalb um Ihre Zustimmung. Und das war erstmal die Einbringung des Änderungsantrages. Dankeschön. Vielen Dank für den gemeinsam behandelten Punkt 8 zur Einbringung, Bündnis 90 Die Grünen. Möchte jemand? Herr Schulze. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wer ein bisschen die Debatte mitverfolgt hat, weiß dann, dass wir mittlerweile Skaten nicht mehr einfach als Freizeitsport betreiben, sondern dass er mittlerweile sogar eine olympische Disziplin sein wird, und zwar nächstes Jahr 2020 in Tokio. Das ist ein Beschluss dann des IOC, der wurde am Rande der letzten Olympiade in Rio de Janeiro gefasst. Und unter anderem ist ja auch Sportklettern dann, was wir ja auch hier im Stadtrat auch schon mal sehr umfangreich behandelt haben, auch eine der Sportarten dann, die nächstes Jahr mit bei der Olympiade ausgetragen werden wird. Wir wissen, dass wir in Dresden eine sehr, sehr große, zwischen 300 bis 400 Akteure umfassende Skater-Szene in Dresden haben. Federführend dabei ist natürlich der Verein 248 Rears, der auch das Geschäft am Pirnaischen Platz dann des Titus mit betreibt. Wesentliche Akteure von ihnen betreiben auch dann noch diese bisher private Halle auf der Lohmannstraße in Dresden-Raik. Diese Halle ist nochmal ein Punkt für uns dann, deswegen spreche ich auch nochmal mit ans Rednerpult dann, das ist unabhängig jetzt von dem, was Margot Geitsch gesagt hat. Diese Halle weist erhebliche Schäden auf, gerade im Dachbereich. Wir wissen dann, dass es dort reinregnet. Der Eigentümer selber ist nur bisher mäßig, sage ich mal, damit beschäftigt dann, diese undichten Stellen auch zu beheben dann, bis hin dann, dass wenn was behoben worden ist, dann letzten Endes auch an anderer Stelle es wieder reinregnet. Die Einrichtung dieser Skater- und Bikerhalle in dem Fall auch, wird gemeinsam genutzt, wurde sehr wesentlich dann auch von den Akteuren selber eingerichtet, hat ungefähr allerdings diesen Stand dann aus den 90er, Anfang der 2000er Jahre und wurde einem heutigen Anspruch an eine Trainingsanlage nicht mehr wirklich entsprechen. Tom Kleinschmidt, Dresdner Skater dann, sehr erfolgreich dann, auch in verschiedensten Wettkämpfen, internationalen Wettkämpfen, ist aktuell Regionaltrainer in Dresden, allerdings aufgrund der nicht so tollen Verhältnisse dann, die wir hier in Dresden haben dann für das Training, mittlerweile eher tätig dann auch in Leipzig. Wir wollen vor allen Dingen mit unserem Antrag erreichen, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren einen neuen Standort in der Stadt finden für eine Indoor, vielleicht auch kombiniert mit einer Outdoor-Anlage für das Training der Skaterinnen und Skater hier in der Stadt, weil diese Halle auf der Lohmannstraße nur noch für 3 Jahre aktuell angemietet ist und es wirklich in der Tat eine neue, auch den zeitgemäßen Trainingsbedingungen entsprechende Halle braucht.
Wenn man dann nach Berlin schaut, dort haben wir aktuell eine sehr aktive 11-jährige Skaterin, die auch mittlerweile bei internationalen Wettkämpfen auch sehr erfolgreich antritt. Wenn man mal sieht, dann, was sag ich mal, auch in dieser Szene mittlerweile so der Standard ist, dann sind wir in Dresden davon weit, weit entfernt. Und aus dem Grunde möchten wir gerne dann, dass wir neben diesen Freizeitanlagen dann, die jetzt, was den vielleicht auch eher sagen, sag ich mal, mit dem Spielplatzentwicklungskonzept kombiniert wird dann, dass wir auch wirklich dann für diese Sportart eine eigene Sportstätte in dieser Stadt haben wollen. Ich glaube, wir haben ja auch dann im Sportausschuss schon dazu auch gesprochen dann und wir haben auch einen sehr guten Beschluss im letzten Umweltausschuss dazu gefasst, wo ich auch mich sehr freue über dieses einstimmige Votum, was wir dort gefasst haben. Das nochmal als Ergänzung zu diesen jetzt zusammengeführten Anträgen, bitte natürlich um eine Zustimmung dann zu diesem jetzt gemeinsam gestellten Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen damit zum Rederecht, das beantragt worden ist für Herrn Krones. Herr Krones, seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten gehört das Rednerpult Ihnen. Eine PDF, ist die drauf? Das vorbereitet? Können wir mal schauen, wegen der Präsentation? Ja, das sieht gut aus. Ich kann, wenn ich das Fullscreen machen kann, dann reicht das. Du musst das nur einstellen, dass es dir gezeigt wird, weil das keine Probleme hat. Okay, alles klar. Ich würde dann durchklicken. Ist alles gut? Hallo. Okay, super. Okay. Okay. Das sieht doch gut aus. Sehr geehrter Stadtrat, ich freue mich, heute hier sein zu können und über die Nötigkeit von so Bewegungsräumen wie hier, dem Trini, zu reden. Kurz zu mir, damit Sie überhaupt wissen, wer ich bin. Ich bin Steffen Krones, ich bin selbstständig als Filmemacher, arbeite mit Leuten wie Sebastian Linder, Sven Helbig zusammen, vielleicht kennen Sie die auch für die So geht 60-Kampagnen. Bin schon immer mein Leben sportlich aktiv, war am Sportgymnasium Dresden, war Leichtathlet und habe dann über meine, ich nenne es mal, jugendliche Entfaltung zum Skaten gefunden und habe im Übrigen hier auch an dem Trini mitgewirkt und gebaut und den so entstehen lassen, wie er dann war. Alles in Eigenregie mit mehreren Freunden haben wir sozusagen ein urbanes Kulturzentrum da errichtet, wenn man das so nennen mag, aber es wurde auf jeden Fall von dem Stadtviertel sehr, sehr gut angenommen. Und wie Sie vielleicht gehört haben, ist das Ganze nun Vergangenheit. Wurde halt abgerissen vom Eigentümer, war ja alles auf dieser Privatfläche. Und jetzt geht es darum, Ihnen klarzumachen, was solche Flächen wirklich bringen. Sie sind nämlich nicht nur für jetzt mich als Skater cool, sondern sie sind halt für ganz viele andere Menschen cool. Und fangen wir mal bei einem wahrscheinlich sehr wichtigen Punkt an, die Sicherheit. Also Plätze, die durch Nutzerpräsenz aktiviert werden, sind einfach sicherer. Das können wir hier sehen an dem Beispiel. Das ist der Landhausplatz in Innsbruck. Der wurde umgestaltet von einem Parkplatz mit 3 Dutzend Bäumen hin zu einem belebten Platz, der von der Gesellschaft da sehr gut angenommen wird. Und man sieht es vielleicht, kann es erkennen, hier sind Rampen verbaut worden, sodass man das auch wirklich offiziell skaten darf. Nächster Punkt. Das Ganze, wie auch viele andere Sportarten, ist Skaten auch ein ganz sehr sozialer Sport und er ist multikulturell und vereint alle sozialen Schichten. Das kann ich persönlich bestätigen. Wir haben hier recht wohlhabende Vorstände, die bei uns mitskaten, genauso wie die Jugendlichen, die versuchen, die Miete zusammenzukratzen. Genau. Außerdem sind multifunktionelle Skateanlagen nur zeitgemäß, wie wir es hier auch sehen. Also es geht hier nicht nur um Skateplatz, es geht um Kletteranlagen,
andere Gestaltungsmöglichkeiten, Parks, Begrünung etc., wie es ein ganzes Viertel im Prinzip auch nutzen könnte. Und genau, und es ist im Prinzip einfach nur eine zentrale gesellschaftliche Entwicklung. Im Übrigen, Skaten ist 2020 auch olympisch und wir hier kriegen immer noch die Gelder von Spielplätzen sozusagen. Also das ist alles so hier noch deklariert. Genau. Das macht natürlich auch eine Stadt für junge Menschen viel, viel attraktiver und lässt auch Stadtteile sich damit auch identifizieren, wenn dieser Platz denn attraktiv gestaltet wird. Außerdem gibt es bei solchen Anlagen, es ist vielleicht auch wichtig, dass eine gewisse Wirtschaftlichkeit dahin besteht, dass man ihn sehr gut nutzen kann und sehr bei hoher Belastung im Prinzip auch eine relativ geringe Pflege und Pflegekosten aufkommen. Genau. Wie sowas aussehen kann, ist im Prinzip individualisierbar nutzbar. Ich habe hier bloß mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie das andere Städte gelöst haben. Wir sehen hier die Bänke in Berlin, Warschauer Straße. Hier wurden ganz einfach Holzbänke umgebaut mit solchen Betonteilen und hier darf man offiziell bis 22 Uhr Skateboard fahren. Das hier ist das Cup in Köln, eine moderne Skateanlage mit Begrünung, sehr nah am Rhein, auch Überflutungsgebiet, wohlgemerkt, weil das ja auch hier mal ab und zu ein Thema ist. Ein anderes Beispiel, wie man einen anderen Platz genutzt hat, Pflanzen gepflanzt hat und Skateanlage drauf gebaut hat. Hier sehen wir in Kopenhagen. Das ist ein Bankgebäude, was extra dafür designt wird, dass junge Skateboardfahrer das auch mit nutzen können. Hier wurde die Architektur hier mit im Prinzip verbaut und auch das alles toleriert. Ja. Nochmal Kopenhagen, das ist auch ein anderes Bild von vorher, bloß andere Perspektive. Öffentlicher Raum, großer Platz, sehr viel nutzbar und wir sehen den Markt dahinter, diesen kleinen Mini-Brunnen, der wird sehr, sehr gut benutzt von allen Menschen mit allen Hobbys und skaten kann man ihn auch. Das nur zum Beispiel, wie man solche Plätze und Freiräume braucht und wie wichtig sowas ist wie der Trini, der es mal war und das alles entstanden ist ohne öffentliche Gelder, sondern nur aus Eigenregie. Die Motivation ist da, die jungen Menschen sind da, man braucht es und wenn sie junge Menschen hier in der Stadt behalten wollen und auch welche hierher bekommen sind, dann müssen sie sich auch mit Alternativen wie die hier auseinandersetzen. Danke. Vielen Dank. Wir treten damit in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt FDP, Freie Bürger. Verzichtet. AfD. Verzichtet. Bürgerfraktion. Verzichtet. Dann CDU-Fraktion. Frau Wagner. Das war doch jetzt mal was Schönes. Ich hatte gerade viel Freude beim Zugucken. Dankeschön für den Beitrag. Also danke auch den anderen Fraktionen. Ich weiß es nie, wer das Rederecht beantragt hat, für die Einladung des Herrn Krones gerade. Kurz zu den beiden Anträgen. Zunächst erstmal der Wermutstropfen. Ich finde es sehr, sehr schade und zugleich aber auch sehr schön. Schade, dass es so lange gedauert hat, dass ihr es geschafft habt, die beiden Anträge zusammenzuführen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte es besser gefunden. Erstens, wenn wir den zusammengeführten gemeinsamen Antrag, wir hatten das ja schon im Ausschuss zu Beginn der Befassung angeregt, dass ihr euch bitte hinsetzt und die beiden guten Anliegen thematisch sinnvoll zusammenführt. Dass das jetzt leider erst nach der Wahl gekommen ist, ist ein bisschen ärgerlich und dass ich ihn nie vorliegen hatte, ja, das hat mich auch geärgert, also so viel zu dem, was schade ist. Das, was aber schön ist, ist, dass ihr ihn jetzt noch zusammengeführt bekommen habt. Ich möchte aber zugleich ankündigen, dass wir eine gefühlte einminütige Auszeit nochmal brauchen, kurz vor der Abstimmung, um uns kurz dazu zu verständigen. Grundsätzlich stehen wir als CDU-Fraktion, das haben wir auch in den Ausschüssen gesagt, hinter diesen Anliegen, finden es gut, dass die Initiative jetzt kam, dafür in dem Gebiet zu gucken, wie man da entsprechende Ausweichflächen finden kann und werden sozusagen diesem Grundanliegen auch weiterhin zustimmen. Was mich jetzt nochmal wirklich bestätigt hat,
ist wirklich dieses Thema, es muss mehr Möglichkeiten geben, dass junge Leute in unserer Stadt dieses urbane Lebensgefühl, was diese, ich sage es jetzt mal allgemein gesagt, diese Trendsportarten auch in unserer Stadt bedeuten, dass das stärker auch sich im Stadtbild widerspiegelt. Und ich glaube, wir haben hier, würde ich mich auch freuen, wenn, sage ich mal, fraktionsübergreifend die Städtebaupolitiker das jetzt mal als Impuls mitnehmen und zu gucken, wie können wir denn mit unseren Plätzen, die wir ja zuhauf haben, in der Zukunft umgehen und da mehr Leben in diese Innenstadt, aber auch in den Stadtteilen mit einordnen, vor allen Dingen angebieten, wo sowieso irgendwas angepackt wird, wo jetzt nie extra was gebaut werden muss, damit so eine Skateranlage oder was weiß ich, Wakeboardanlage hätte ich jetzt fast gesagt, aber da haben wir ja das Thema Wasser noch dabei, aber wo sowieso sowas angepackt wird, dort wo es passt, da lohnt es sich, glaube ich, wirklich in so einer Stadt wie Dresden, sich zukünftig viel, viel mehr als bisher Gedanken zu machen, sowas zu integrieren und ein bisschen Leben in die Bude zu bringen. Vielleicht mal salopp ausgesprochen. In diesem Sinne, bitte eine ganz kurze Auszeit, ansonsten sind wir dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Wagner. Fraktion Die Linke. Bündnis 90 Die Grünen nochmal. SPD-Fraktion. Herr Steinmann-Fischer. Hier. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, erst einmal vielen Dank für die schönen Eindrücke, gerade das aus Kopenhagen hat mich sehr fasziniert und ich will es nur ganz kurz machen, wir unterstützen den Antrag, so wie er ist, selbstverständlich auch. Das war natürlich jetzt gerade nicht besonders glücklich gelungen, wie der Antrag zusammengelegt wurde, da mussten wir auch ein bisschen mitschreiben, aber ich glaube, insgesamt ist das folgbar. Jetzt in der Präsentation eben einen Aspekt gesehen, den ich sehr interessant fand, weil das war ja auch die Ausschussdiskussion, wir haben ja nur einen Prüfauftrag hier im Antrag vorliegen und das ist ja auch bewusst so gemacht, weil es gibt mit den Skateanlagen ein baurechtlich nicht ganz geringes Problem und das heißt Lärmemissionen und da ist jetzt die Frage, ist es wirklich Lärm, ist es nicht Lärm, den man in der Stadt ertragen muss, aber das ist, glaube ich, für die Debatte immer irrelevant, weil am Ende müssen wir die gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Und ich fand tatsächlich die Anregung gut aus Kopenhagen, skateboardfreundliches Stadtmobiliar zu benutzen, weil das ist ja dann formell keine Skateanlage mehr und möglicherweise auch dementsprechend ganz normale Stadtgestaltung. Und wenn wir diese Anregung mitnehmen und nochmal aufgreifen und tatsächlich, was Sie gerade gesagt haben, Frau Wagner, mit in unsere Diskussionen für die Gestaltung schöner Stadtplätze einbeziehen, dann glaube ich, haben wir auch nochmal einen Ansatzpunkt, hier erfolgreich zu prüfen. Und klar, ich jetzt Ihre Zeit nicht und unsere Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen will, bedanke ich mich auch bei den Einreichern des Antrags, dass wir dieses Thema haben. Ich glaube, zusammen mit der Jugendkirche in der Trinitatis schaffen wir in der Johannstadt auch was für die neuen und jüngeren Generationen. Und das freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steinmann-Fischer. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Dr. Brauns. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, an die beiden Fraktionen eine Frage. Vollkommen klar, dass wir die Sache unterstützen, aber der Antrag enthält zwei Aspekte. Einmal, man will es ganz schnell haben, ich überspitze vielleicht einmal, und das andere ist, im Gebiet des alten Betonwerks den Bebauungsplan anzupassen. Wir wissen alle, wie lange es dauert, einen Bebauungsplan anzupassen, das zu machen. Wenn das alles in sich schlüssig sein soll, dann habe ich einen Zielkonflikt und da hätte ich gerne eine Auskunft, wie man das macht oder will man es schnell haben, dann wäre es vielleicht etwas sinnvoller, auf eine Änderung oder nochmal Überarbeitung des Bebauungsplans zum Betonwerk zu verzichten. Dass wir das mittragen, ansonsten die Intention, hat Frau Wagner ja schon gesagt, überhaupt kein Problem. Herr Löser, bitte. Ich will noch mal kurz darauf reagieren. Wir haben den Antrag geschrieben, nachdem relativ überraschend der Platz dort über Nacht, kann man schon sagen, weggebaggert wurde. Und das hat in Johannstadt für eine Menge Aufregung gesorgt. Wir haben gerade gehört, das haben die Leute selber gebaut.
Und unser Ansatz war dann einfach zu sagen, okay, es gibt Leute, die wollen das selber machen, wir müssen das unterstützen, wo kriegen wir den Platz her? Wir haben das ja prüfen lassen auch schon und das Problem aus unserer Sicht ist, dass die Verwaltung aus vielerlei Gründen natürlich sagt, dort geht es nicht, da gibt es Schallemissionen, da gibt es Hochwasser und so weiter und so fort. Deswegen haben wir eigentlich die Logik des Antrags sozusagen umgedreht und haben gesagt, die Verwaltung soll uns nachweisen, wo es geht. Und eins davon ist sozusagen die Prüfung, ob man das in dem B-Plan vielleicht auch über die Idee kooperatives Baulandmodell dort in irgendeiner Form kompensationsweise unterbringt. Ich glaube, es ist schwierig, weil eben gerade das Thema Emissionen dort schwierig ist und natürlich der Vorhabenträger sicher irgendwann mal, wenn er was bauen will, Wohnbau entwickeln will. Na, verstehe ich. Deswegen haben wir trotzdem umgedreht, die Verwaltung soll uns zeigen, wo es geht und wenn sie uns das nicht zeigt, dann haben wir ihr sozusagen Varianten vorgelegt, wo es möglich ist und ich bitte auch nochmal sehr ernsthaft zu prüfen, diese Sache unter der Waldschöschenbrücke, das ist kein Joke, sondern wir haben das wirklich überlegt, weil das ist eine Fläche, die einfach da ist, ich sage mal, das ist der größte Freidach von Dresden, was wir da haben, wo sowieso die Leute sind und darum sich vergnügen, sagen wir es mal so, ja, und ich glaube, es gibt in Frankfurt sehr nah am Main eine ähnliche Anlage, da gibt es auch manchmal Hochwasser. Also unsere Bitte war jetzt einfach, dass wir es rumdrehen und sagen, wo können wir es machen. So, insofern sehen wir das als Prüfauftrag, auch wenn das so hart formuliert ist. Wir wollen von der Verwaltung einfach wissen, wo können wir das machen. Wenn die Verwaltung aus rechtlichen Gründen sagt, es geht sowieso dort nicht, dann ist das raus. Ne? Wir werden jetzt den B-Plan dort nie in irgendeiner Form großartig ändern können. Wir wollen das prüfen lassen, wenn es möglich ist, dort. Ja, ich glaube eher, wir müssen auf eine andere Fläche, aber wir wollten sozusagen alle erstmal abchecken. Das war der Sinn. Zustimmen bitte, trotzdem. Vielen Dank. Herr Wirth. Ja, Herr Dr. Brauns, ich möchte auch kurz auf Ihre Frage eingehen. Der dort zugrunde liegende Bebauungsplan Dresden-Altstadt 2, Nummer 11, Nummer 295 ist es. Der ist in Kraft getreten am 1. April 2005. Das heißt, der ist mittlerweile 14 Jahre alt und das Baurecht ist nicht gezogen worden bisher. Das heißt, da stellt sich sowieso die Frage, dass man hier mal überlegen muss, woran liegt das? Ist dieser Bebauungsplan ähnlich wie beim Lehplatz eigentlich vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß, muss er überarbeitet werden? Vielleicht hat auch überhaupt niemand was dagegen, wenn dort auch mal ein bisschen was getan wird und das ein bisschen revidiert wird. Insofern ist auch eine Zustimmung zu diesem Antrag harmlos, weil die Änderung des Bebauungsplans in so einer neuen Beschlussvorlage bedürfte. Und die kann wieder im Prinzip befunden werden, ob es das dann wert ist oder nicht. Und selbst wenn sich dieser Bebauungsplan in einer Überarbeitung befinden würde, könnten nach § 35 Baugesetzbuch trotzdem Bauvorhaben auf dem auf Grundlage des alten B-Plans genehmigt werden, weil solange die Grundzüge dieses Bebauungsplans nicht berührt sind. Insofern halte ich es im Prinzip durchaus für lohnt, hier nochmal im Prinzip auch diesen Auftrag mitzugeben. Es ist kein Automatismus, jede Änderung des Bebauungsplans, auch ein Änderungsverfahrensbedarf, bedürfte eines neuen Beschlusses des Stadtrates. Somit ist ein Automatismus eigentlich ausgeschlossen. Wir erlegen uns ja aber keine Denkverbote auf. Und wie gesagt, also schon diese lange Liegezeit dieses Bebauungsplans macht eigentlich misstrauisch, ob überhaupt nicht dort grundsätzlich nochmal auch überlegt werden sollte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirth. Bitte schön, Herr Rentsch. Ich glaube, es ist ein großer Irrtum, wenn Sie dieses Ziel verfolgen am Plattenwerk, dort diese Skateranlage. Es ist mittlerweile der vierte B-Plan, das wir über dieses Gebiet gelegt haben. Und Herr Wirth, Sie haben vollkommen recht, 2005 haben wir im Stadtrat darüber gesprochen, dass wir dort eine Wohnbebauung machen. Wir haben auf eigene Kosten der Stadt letztendlich die Straße beräumt, dass die Durchwegbarkeit dort hergestellt wird. Den Eigentümer hat das überhaupt nicht interessiert. Man weiß nicht, was er dort machen will mit dieser Fläche. Aber auf alle Fälle bewegt er sich gar nicht. Die einzige Möglichkeit wäre, und das geht natürlich auch nicht, ihn zu enteignen. Aber letzten Endes hier mit Hoffnung spielen, dass dort die Skateranlage letzten Endes hinkommen könnte. Also das halte ich sehr weit. Zumal auch der Bildungsbürgermeister dieses Objekt ja auch schon mal in Angriff genommen hat, um den Schulneubau letzten Endes in Altstadt etwas zu verbessern. Ich glaube es nicht daran, dass das die geeignete Fläche wäre. Vielen Dank. Herr Schulze. Nochmal ergänzend zu der bisherigen Debatte dann, auch gerade in der Johannstadt. Wer sich vielleicht auf dresden.de dann das eine oder andere Mal dann diese aktuellen
Videos dann, die sozusagen auch die Dresdner Bevölkerung nochmal aufgerufen haben, zum Wählen zu gehen. War mit Günther und Jindrich dann, war eine sehr interessante Geschichte. Dort haben wir mittlerweile eine Aussage auch des Oberbürgermeisters. Eine Aussage des Oberbürgermeisters dann, wie man mit dem Jugendzentrum rund um die Trinitatiskirche nochmal perspektivisch umgehen soll. Und wir haben mittlerweile die Situation dann, dass wir dort ein EFRE-Gebiet haben dann, dass wir dort auch mittlerweile EFRE-Mittel zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wir haben diese Möglichkeit, genau an dieser Stelle, mit diesen jetzt auch bereitgestellten Mitteln für die Johannstadt, einen Ausweich für den weggefallenen Platz an der, also auf dem alten Betonwerk in der Nähe dann des Trinitatis, der Trinitatis-Gemeinde auch wieder zu erhalten. Das können wir sozusagen auch so nochmal mit aufnehmen dann, das möchten wir gerne nochmal auch ins Protokoll so mit reinnehmen. Es ist eine Aussage des Oberbürgermeisters dann, auf die wir uns jetzt an der Stelle auch verlassen und die wir das auch gerne sozusagen so mit annehmen dann, damit wir auch an dieser Stelle für den Verein, für diese Sportart, für diesen Freizeitbereich so eine Anlage, so einen Platz dort auch in der Johannstadt wieder bekommen. Das nochmal als Ergänzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich sonst nicht. Auszeit brauchen wir nicht mehr. Also wir haben hier zwei Anträge, die in zwei Ausschussberichten münden und jetzt einen Ersetzungsantrag. Der werden wir Ihnen dann abstimmen. Beide Ausschussberichte dann erledigt. Das heißt, wir haben einen Beschluss dann und der zweite würden wir also keine weitere Abstimmung darüber herbeiführen. Gibt es zu der Verfahrensweise, also sprich, wenn der Ersetzungsantrag eine Mehrheit bekommt, sind damit beide Tagesordnungspunkte, beide Anträge und federführenden Ausschussberichte erledigt. Ist da andere Meinung zu? Das sehe ich nicht, dass der Fall ist. Dann rufe ich den Ersetzungsantrag, so wie hier eingebracht, auf und bitte Sie um Zustimmung. Bitte um Zählung. Gegenstimmen? Enthaltung? 61. Bei 61 Ja-Stimmen einstimmig so bestätigt. Vielen Dank.